Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um einen ungeklärten Mordfall aus dem Jahr 1981, und zwar aus der Schweiz. Das Opfer war der Springreiter Peter Schneider. Wie groß sein Berühmtheitsgrad in der Springer-Szene war, weiß ich leider nicht und konnte darüber auch nichts im Internet finden. Da der Fall sich in der Schweiz zugetragen hat und keine Aufklärung erfolgte, ist der Fall im Jahr 2011 nach 30 Jahren bereits verjährt. Da dieser Fall aber irgendwie zu den Aktenzeichen Y-Klassikern gehört, wollte ich ihn in diesem Video noch einmal darstellen. Dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen Y-Sendung vom 4. November 1983. Kleiner Hinweis, wenn es im Hintergrund ein bisschen donnert, bei uns beginnt gerade ein schweres Gewitter. In der Einleitung zu dem Filmfall sagte Eduard Zimmermann, die Stadtpolizei Zürich versucht seit 2 Jahren diesen Fall aufzuklären. Opfer ist ein Mann, der als Springreiter in der Schweiz recht bekannt gewesen ist. Eduard Zimmermann erzählt dann, dass er auf offener Straße erschossen wurde. Die bisherigen Ermittlungen haben über den Hintergrund der Tat keine Klarheiten gebracht. Leider war das Gegenteil der Fall und es haben sich bei den Ermittlungen nur mehr Fragen als Antworten ergeben. Die filmische Darstellung beginnt am 13. Oktober 1981. An diesem Tag interessieren sich auf dem Alvis-Rieder-Platz in der Nähe des Nova Park Hotels in Zürich 2 Männer für einen silbergrauen Citroën Break, einen Kombi, der dort unverschlossen abgestellt ist. Einer der Männer hält die Umgebung im Auge und der andere Mann durchsucht das Fahrzeug. Der Eigentümer des Wagens, Stefan Lüscher, ist auf dem Weg zum Büro und hat auf dieser Fahrt kurz angehalten, um eine Kleinigkeit in einer Drogerie zu kaufen. Als er nach seinem Einkauf die Drogerie verlässt, sieht er die beiden Männer, die sich an seinem Wagen zu schaffen machen. Aufgebracht stellt er die beiden Männer zur Rede und fragt, was sie an seinem Wagen machen. Der eine Mann sagt etwas in der Richtung, oh, das ist Ihr Auto. Wir dachten, dies wäre das Auto eines Bekannten und entschuldigen sich. Und aufgrund des sehr starken Schweizer Dialekts konnte ich leider nicht mehr verstehen. Der Sprecher Wolfgang Grönebaum erklärt dann dazu, dass sie dachten, es wäre der Wagen eines Bekannten, der ihnen noch etwas schuldet. Der Eigentümer des Wagens, Herr Lüscher, hält dies für einen Vorwand, um sie aus der Affäre zu ziehen. Da aber in seinem Wagen nichts fehlt, lässt er die Männer unbehelligt verschwinden und setzt seine Fahrt ins Büro fort. Die Polizei glaubt später jedoch, dass die Erklärung der beiden Männer gar nicht so falsch war. Der Wagen, den sie gesucht haben dürften, ist zwar auch ein silbergrauer Citroën, allerdings kein Kombi, sondern eine normale Limousine. Dieser Wagen steht am Nachmittag desselben Tages vor der Reithalle Neukirchhof in Bülach, etwa 20 Kilometer von Zürich entfernt. Das Auto gehört Peter Schneider, einem Reitlehrer aus dem Kanton Aargau. Allerdings wohnt er in Zürich. Er ist seit mehreren Monaten ohne reguläre Beschäftigung und an diesem Nachmittag beobachtet er einen Dressurkurs, der von einem bekannten Trainer geleitet wird. In der filmischen Darstellung werden dann mehrere Minuten von diesem Training gezeigt, ohne dass es einen weiteren Bezug zu dem Fall hat. Dann erzählt der Sprecher Wolfgang Grönebaum, dass Peter Schneider bis vor ein paar Jahren ein bekannter und geschätzter Springreiter war. Mitte der 70er Jahre gründete er eine Firma, mit der er dann allerdings weniger erfolgreich war. Nach dem Konkurs des Unternehmens ist es ihm dann nicht wieder gelungen, festen Boden unter den Füßen zu bekommen. Er geriet in Schulden und hat dann offensichtlich Zuflucht in allerlei undurchsichtigen Geschäften gesucht. Geheimnisvolle Reisen führten ihn nach Sofia, Wien und München. Nach seinem Tod ergibt sich später der Verdacht, dass er in Rauschgiftgeschäfte verwickelt sein könnte. Möglicherweise steht der Inhalt des schwarzen Aktenkoffers, den er immer mit sich führt, mit diesen Geschäften in Zusammenhang. Und vielleicht hatten es die beiden Männer, die am Vormittag in Zürich ein falsches Auto durchsucht haben, es auf diesen Koffer abgesehen. Am Nachmittag, so vermutet die Polizei später, haben die unbekannten Männer den eigentlich gesuchten Wagen entdeckt
und damit die richtige Spur aufgenommen. Denn auch Sie wissen wahrscheinlich, dass Peter Schneiters Interesse immer noch dem Reitsport gilt und wo Sie ihn dann finden können. Am Abend des gleichen Tages sitzt Peter Schneiter dann mit einer Reiterkollegin, die Margot Niebert genannt wird, im Kaffeezentrum 68 in Würenlos, einem kleinen Ort etwa 20 Kilometer von Zürich entfernt. Und diese Gaststätte gibt es anscheinend immer noch. Ich konnte das Restaurant Pizzeria Zentrum 68, Landstraße 68 in Würenlos finden. Peter Schneiter wirkt an diesem Abend niedergeschlagen und nervös. Vermutlich ahnt er, dass er beobachtet wird. Als dann im Laufe des Abends ein Paar das Café betritt, das ihn stetig fixiert, scheint das seine Ahnung zu bestätigen. Auf dem Parkplatz vor dem Café wird zur selben Zeit ein weißer Mercedes gesehen, in dem zwei Männer sitzen. Sie haben ihren Wagen so postiert, dass sie sowohl den silbergrauen Citroën von Peter Schneiter als auch den Eingang des Cafés überwachen können. Gegen 21.30 Uhr drängt Peter Schneiter dann zum Aufbruch. Er erzählt seiner Reiterkollegin, dass er nach Zürich müsse, denn er sei in das Restaurant Wienerwald-Letziburg zu einer geschäftlichen Besprechung bestellt worden. Kurz vor 22 Uhr trifft er auch dort ein. Seinen schwarzen Koffer hat er wie immer dabei, sowohl im Café als auch jetzt, als er am Wienerwald ankommt. Seinen Wagen stellt er in der Nähe des Wienerwald ab und den schwarzen Hakenkoffer nimmt er natürlich mit ins Lokal. Seine Verfolger haben ihn nicht aus den Augen gelassen und wollen ganz offensichtlich sicher gehen, dass er ihnen nicht entkommen kann und zerstechen zumindest einen der Reifen seines Citroën. In der Darstellung steht der Wagen von Peter Schneiter übrigens direkt am Eingang vom Wienerwald. In unmittelbarer Nähe vom Wienerwald liegt an der Badener Straße das Dover Park Hotel, nicht weit entfernt vom Albisrieder Platz, an dem am Morgen der falsche Citroën durchsucht wurde. Peter Schneiter ist in den verschiedenen Restaurants des Hotels ein oft gesehener Gast. Und auch an diesem Abend geht er nach einem Besuch im Wienerwald hinüber ins Nova Park Hotel und lässt dabei seinen Wagen vor dem Wienerwald stehen. Und dabei bemerkt er dann auch nicht den platten Reifen. Ein Angestellter des Hotels erinnert sich später daran, dass er Peter Schneiter Geld fürs Telefon gewechselt hat. In der Nähe des Hotels befindet sich in der Badener Straße die Tramhaltestelle Letzigram. Dort verabschiedet sich genau um diese Zeit ein junger Hotelgast von einem Freund. Nachdem er seinen Freund an der Tramhaltestelle verabschiedet hat und dieser abgefahren ist, geht der junge Hotelgast zurück zum Hotel. Dabei geht er an einer dunklen Gestalt vorbei, die offensichtlich auf jemanden wartet. Dann kommt ihm Peter Schneiter entgegen, der zu seinem Wagen will. Plötzlich fallen hinter dem jungen Mann dann vier Schüsse. Als der junge Mann zurückgeht, um zu schauen, was da los ist, sieht er, dass Peter Schneiter am Boden liegt, der Täter neben ihm steht und Peter Schneiter den Koffer entreißt und dann zu Fuß in der Dunkelheit verschwindet. Damit endet dann die filmische Darstellung des Falls. Eduard Zimmermann sagt zur Einleitung der Nachbesprechung, dass Peter Schneiter auf der Stelle tot war und dass das Motiv des Mordes wohl so lange unklar bleiben wird, solange der Weg des schwarzen Koffers und sein Inhalt unbekannt sind. Der zuständige Polizist von der Zürcher Stadtpolizei hat dann folgende Fragen. Diese beziehen sich hauptsächlich auf den schwarzen Koffer. Bei der Schweizer Polizei gibt es gewisse Vermutungen, dass sich in dem Koffer Rauschgift oder Bargeld befunden hat. Und dann wird ein Gegenstück des Koffers gezeigt und dann noch eine Kopie seines Schweizer Führerscheins. Dieser soll sich auch in dem Koffer befunden haben, man geht zumindest davon aus. In dieser Führerscheinkopie ist die Adresse Mellinger Straße 1 in 5443 Niederrohrdorf eingetragen. Entweder hat er dort gewohnt oder bei der Beantragung des Führerscheins war das damals seine Adresse.
und geboren wurde er anscheinend am 15. oder 14.02.1942. Das konnte ich nicht genau erkennen aufgrund der Qualität der Aktenzeichen-Y-Sendung. Ansonsten gibt es um den Inhalt des Koffers nur Vermutungen. Die Polizei glaubt aber zu wissen, dass es eine junge Frau mit dem Namen Vreni gibt, die mehr über diesen Koffer und seinen Inhalt weiß. Sie wurde damals wie folgt beschrieben: 18 bis 22 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, schlank, schulterlanges, dunkelbraunes Haar und angeblich drogensüchtig. Diese Vreni war vermutlich mit Peter Schneider gut bekannt und hat ihn vielleicht kurz vor seinem Tod noch gesehen. Wen Peter Schneider von dem Hotel aus angerufen hat, dazu wird auch in der Nachbesprechung nichts gesagt. Ja, das war dann der Fall von Peter Schneider. Ehemaliger, nicht unbekannter Springreiter, der sein Geld falsch investierte und dann anscheinend, so wird es vermutet, in den Bereich des Drogenhandels geraten ist, welches ihm vermutlich das Leben gekostet hat. Wie schon gesagt, der Fall ist zwar bereits verjährt, kann aber natürlich trotzdem noch geklärt werden, aber der Täter kann nicht mehr verurteilt werden aufgrund der Gesetzgebung in der Schweiz. Und im Internet ist vermutlich auch aus diesem Grund zu dem Fall nichts mehr zu finden. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!